Hallo und herzlich willkommen, meine lieben Freunde, zu einem neuen Tech-Video, denn der Opa spielt alias Norbert hat mich getaggt, und zwar ist es diesmal der Frühlingstag, und da habe ich mir hier vor mir liegend auf diesen Zettel schon mal alles aufgeschrieben, was ich euch jetzt natürlich auch beantworten möchte. Und es sind insgesamt 10 Fragen. Die erste Frage: wie kamst du dazu, mit YouTube anzufangen? Und zwar hat mich am Anfang die Freude dazu getrieben. Ich habe da auch schon einige Videos seit 2011 angeguckt. Und selber habe ich ja damit angefangen 2013. Also sind ja fast 4 Jahre. Ne, am 3.5. Also heute, ich nehme das am 4.4. auf, in gar nicht mal mehr 30 Tagen ist mein Kanal 4 Jahre alt. Auch schon wieder eine große Hausnummer. Die zweite Frage: was war dein erstes produziertes Video? Mein erstes produziertes Video war ein Minecraft-Video. Das war die Staffel 1, wenn mich das nicht täuscht. Es hatte keine Stimme von mir. Ich habe erst 10 Videos später angefangen, selbst zu reden. Aber es gab einen musikalischen Hintergrund. Also nicht einen musikalischen Hintergrund, sondern es gab musikalische Hintergrundmusik. Musikalische Hintergrundmusik, auch doppelt gemöbelt. Aber es lief, wie gesagt, Musik im Hintergrund. Dritte Frage: welche YouTuber schaust du dir zurzeit an? Zurzeit schaue ich mir sehr viel vom LP mit Kev an. Da habe ich etwas empfohlen bekommen von seiner Australien-Reise. Und das hat mich wirklich sehr interessiert. Und Australien ist so ein Land, wo ich auch mal später gern mal Urlaub machen möchte, beziehungsweise eine Rundtour etc. Und da bin ich auf ihn gestoßen und da schaue ich derzeit bei ihm ein bisschen ein paar Projekte. Dann natürlich noch die Smiths von PietSmiet, den Opa spielt nicht zu vergessen, den Hals PLP, den Opa Zeron und noch diverse andere naturwissenschaftliche Channel. Die vierte Frage: wie hast du deine Videos am Anfang produziert aufgenommen? Früher hatte ich die Videos mit Fraps aufgenommen und über den Movie Baker noch teilweise bearbeitet. Ich habe nicht alle Videos bearbeitet, manche habe ich auch mit Fraps aufgenommen und sofort zack rausgeschickt in das World Wide Web. Aber manche Videos haben auch richtig zeitintensiv dann in der Produktion gehangen und sind dann eben so rausgekommen über den Movie Maker. Jetzt nehme ich mit OBS bzw. mit OBS Studio auf und rendere eigentlich auch wie damals, nicht jedes Video, denn mit OBS bzw. mit OBS Studio kann man ja in Full HD aufnehmen, und wenn man da nichts bearbeiten muss, weil ich schneide ja die Musik nicht in den Hintergrund und ich benutze des Weiteren kein Audacity, obwohl mir das sehr ans Herz gelegt wurde von manchen, lade ich die dann auch instant nach der Aufnahme dann hoch. Und wenn jetzt hochwertige Videos auf meinem Channel erscheinen, die jetzt irgendwie Text enthalten oder da mal ein Schnitt drin ist, wie zum Beispiel das letzte große Projekt war die Dashcam-Serie, dann wird das natürlich auch bearbeitet. Hat mich auch flotte 7 Stunden gebraucht, das zu bearbeiten. Dann kommt natürlich nochmal der Prozess dazu, dass das alles gerendert werden muss. Da muss ich ja im Prinzip nichts machen, das läuft ja dann einfach durch und dann lade ich das eben hoch mit Beschreibung, Text etc. Die fünfte Frage: was war dein schönster Moment auf YouTube? Und zwar wird das jetzt wahrscheinlich nicht jeder verstehen, aber ich habe am... habe ich mir das Datum aufgeschrieben? Natürlich doch. Am 14.03.2015 habe ich ein Ankündigungsvideo für einen Livestream rausgebracht. Und zwar nicht nur für irgendeinen Livestream, sondern ich wollte einen Livestream über die Sonnenfinsternis, die partielle Sonnenfinsternis in Mitteleuropa starten. Dazu habe ich diese Webcam, die ich auch gerade hier benutze, aus diesem Fenster in diese Richtung gehalten. Und das hat einfach mal in 4 Stunden 2000 Aufrufe bekommen. Jetzt kommt der Haken: die Sonnenfinsternis war erst am 20.03. So, und die hat, glaube ich, auch nur innerhalb von 2 Wochen, 3 Wochen die 1000 Aufrufe geknackt. Es war auch gut,
Aber innerhalb von 4 Stunden 2000 Aufrufe zu bekommen, ist für mich eines der besten Momente, die ich je hatte, weil ich konnte das überhaupt nicht glauben. Ne? Deswegen eins meiner schönsten Momente, beziehungsweise der schönste Moment bisher. Der zweitschönste Moment, ich kann ja noch was ranhängen, der zweitschönste Moment war, wo ich mit dem Philipp zusammen von Philips dieses Jahr auf der DreamHack war. Es war meine erste große Messe, Game-Messe. Ich wollte schon immer mal auf die Games kommen, aber private und auch die Arbeit, die Schule hat mich immer dran gehindert. Wir haben eine Berufsschule und die ist immer genau dann, die fängt immer genau dann an. Das ist auch dieses Jahr wieder so, so wäre ich da gerne hingegangen. Erste Woche Schule ist genau die Woche, wo die Gamescom startet. Super, kann ich mir keinen Urlaub nehmen. Gut, weiter geht's. Frage 6. Welchen YouTuber möchtest du gerne mal persönlich treffen? Und da gibt's mehrere Varianten. Den Peter Smits von PeteSmiet würde ich auch gerne mal persönlich treffen. Aber genauso wie diverse aus der Community, den Norbert von Opa Spiel, den Zeron von Opa Zeron, den Stefan von HSPLP, Delfino. Es gibt so viele, die ich gern mal treffen möchte, was sich wahrscheinlich in den Jahren dann wahrscheinlich irgendwann mal möglich macht. Bei manchen weniger möglich, bei manchen mehr möglich. Das wird sich mit der Zeit finden. Frage 7. Was würdest du noch an YouTube verändern, verbessern? Und da ist es zu einem ein großer Punkt von mir, den Support auf jeden Fall zu verbessern. Der ist zurzeit miserabel. So kann ich es ausdrücken. Des Weiteren im Upload-Modus, wenn man ein Video hochlädt, wenn man Werbung geschaltet hat, kann man das auch merken, wenn man Inhalte hochlädt, die jetzt lizenzberechtigt sind, dass es da die Werbung verbietet zu nehmen. Ist ja bisher praktisch. Also was heißt praktisch, ist ja in dem Sinne gut für den Erstnutzer, der das veröffentlicht hat, beziehungsweise den Musiktitel veröffentlicht hat, dass der das Geld kassiert und nicht andere, die überhaupt nichts damit zu tun haben. Ist ja erstmal logisch und klar zu verstehen. Nur wenn man da ein Video hochlädt, wo 20, 30 verschiedene Musiktitel drin sind, man weiß erst, wenn man das Video vollkommen hochgeladen hat, woran es liegt. Das hätte ich gerne mal mit reingebracht in den Upload-Modus, dass das dort steht, warum das Video nicht monetarisiert werden kann. Mit dem genauen Titel, dem Startzeit, mit der Start- und Endzeit des Musikstücks bzw. des Videoteiles, was eben nicht hochgeladen werden darf bzw. lizenziert werden muss. Genau. Frage 8. Was ist dein Ziel auf YouTube? Ganz klar, ich habe hier gerade mein Channel-Konzept ein bisschen geändert und da hat sich das Ziel natürlich auch geändert. Und zwar möchte ich mit dem Thema Meteorologie eine große Masse informieren. Informieren über Dinge, die in der Welt, in Deutschland so geschehen und eben die Meteorologie an sich. Frage 9. Was würdest du bei 1 Million Abonnenten machen? Wenn ich das bis zu dem Punkt noch nicht gemacht habe und ich das Geld dazu habe und ich dazu die Zeit habe, Lust habe ich auf jeden Fall, würde ich eine Weltreise machen und euch dabei mitnehmen mit einer Kamera und Laptop und diversen anderen Zusatzdingern und euch da ein bisschen was von der Welt zeigen. Das ist dann ein großes, großes Special auf jeden Fall, was sich auch über mehrere Wochen, Monate ziehen wird. Und die letzte Frage, wie wird sich YouTube in den nächsten Jahren deiner Meinung nach entwickeln? Meiner Meinung nach ist ja vor einem halben Jahr oder einem Jahr schon, dass mit den Livestreams auf YouTube gestartet worden,
Ich kann mich noch gut entsinnen, wo der Aprilscherz 2016 war, YouTube komplett auf 360 Grad zu überbringen. Das wurde dann ja schon weiter bearbeitet. Inzwischen gibt es ja schon sehr viele Videos, die auf 360 Grad zur Verfügung stehen, was ich auch ziemlich cool finde. Da wird es wahrscheinlich noch Verbesserungen geben in der Hinsicht, würde ich meinen. Ich könnte mir gut vorstellen, dass über YouTube man auch diverse Videos sehen kann, wie diese dieses Google-Auto durch die Straßen und Städte fährt. Das ist ja auch sozusagen wie eine 360-Grad-Kamera. Ist ja nichts anderes. Wäre vielleicht mal ganz interessant. Auch für Private, die so eine 360-Grad-Panorama-Kamera besitzen, wenn es sowas gibt, aber ich glaube, es gibt sowas, dass das dann auf YouTube sozusagen auch zu veröffentlichen durch private Channels und diese 360-Grad-Funktion auch nehmen können und das dann hochladen können und der Welt präsentieren. In der Hinsicht dann wahrscheinlich auf dem Mobiltelefon und auf dem Fernseher und auf dem PC und Tablet und alles Mögliche gibt es ja jetzt schon YouTube. Da wird sich wahrscheinlich noch sehr vieles ändern, aber was sich da genau ändert, das kann ich jetzt noch nicht sagen. Da bin ich gerade. Ja. Zum Schluss gibt's noch ein paar Leute, die ich gerne nominieren möchte. Und da schon der Norbert im Video selbst gesagt hat, dass er überhaupt nicht die Aufforderung gehabt hat, Leute zu nominieren, nominiere ich jetzt auch vier Stück. Das eine wäre der Delfino 77 und der Raspo Ale. Philips auf jeden Fall, den Philips können wir noch von Philips Gaming damals, jetzt Philips. Und den André. André hier, der Gewitter Channel, der macht ja Sturm Chasing seit hier, seit dem F5 Tornado in Bitzo. Der guckt mich auch so gut wie regelmäßig, zumindest meine Wettervideos. Bei dem gucke ich auch sehr oft da mit rein. Da könnt ihr auch mal vorbeischauen bei dem. Macht gute Videos, hat letztens erst eine Kameravorstellung gemacht, aber könnt ihr mal reingucken, der macht auch sehr schöne Zusammenschnitte. Ja, die vier tue ich nominieren. Delfino, Raspo Ale, Philipp und den André. Jetzt habe ich's. Ich wünsche euch noch einen wunderschönen Tag. Ich freue mich schon auf eure Antworten. Bis dann. Ciao, ciao. Euer Cedric Essius.